bin auch der Meinung, dass das Holger Laude leider diese Wechselrichter leider verkauft hat. Also der Wechselrichter ist tatsächlich mit Relais zertifiziert und wurde ohne Relais importiert. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Also wenn du so einen Wechselrichter hier betreibst, solltest du keine Panik bekommen. Die Dinger laufen, ja, aber sind nicht mehr konform. Was heißt denn jetzt hier nicht mehr konform? Was passt denn nicht? Da fehlt ein Relais. Wieder fehlt ein Relais. Ja, da ist ein mechanisches Relais drin, was das Gerät mechanisch vom Netz trennen kann. Also nicht nur Software, sondern wirklich mechanisch. Aber was soll das Ganze? Wenn die Software das macht, wozu brauche ich dann noch irgendwie Mechanik, was da noch klickt? Und Das ist vorgeschrieben. Okay, das schreibt uns die VDE in der Bundesrepublik Deutschland vor, dass es Pflicht ist. Jo. Und dieser Wechselrichter hat das nicht. So ist es. Wie? Also, man muss sagen, dieser Wechselrichter hat es auf Papier. Also so richtig harter Beschiss. Ja. Okay, das ist hart. Okay. Also der Wechselrichter ist tatsächlich mit Relais zertifiziert und wurde ohne Relais importiert. Ich meine, wir haben jetzt viele Videos gesehen, YouTuber dieser Welt, ne, haben darüber berichtet. Es ist kein unbekanntes Thema. Genau. Wir wollen es auch nicht nochmal heiß kochen, das Ganze, sondern einfach nochmal drüber sprechen. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen, der das in Betrieb hat, das Gerät, und jetzt auch noch nicht weiß, so, was soll ich jetzt machen? Ne? Das ist tatsächlich das größte Problem. Ich als Endkunde habe dieses Gerät, habe es mir sogar vielleicht installieren lassen von einer Firma, weil ich da selber nicht beigehe. Ja. Und bekomme jetzt die Nachricht, dass dieses Gerät, so wie ich es habe, nicht konform ist. Aber wenn jetzt die Firma das ja konform installiert hat und ich dafür auch eine Menge Geld bezahlt habe, ne? Ja. Und der Elektriker gesagt hat, ey, Daumen hoch, ja, dann muss das doch alles konform sein. Oder kann ich mich da jetzt irgendwie noch anders absichern gegen? Du als Privatperson nicht. Mhm. Ne? Du kaufst es konform. Ja. Du kaufst es EU-konform. Hast aber auch keine andere Möglichkeit jetzt. Du hast dieses Gerät verkauft bekommen. Versuchst dich jetzt irgendwie irgendwo zu melden, zu beschweren, zu tauschen, wie auch immer. Hast aber keine Chance. Sehe das Parkside-Modul von Lidl. Ne? Worüber wir anfangs oder eingehend schon mal gesprochen haben, so lass die Finger davon, das ist alles irgendwie uncool. Und jetzt auch da das Problem aufgetaucht ist und da sich der Hersteller jetzt auch weigert, die Geräte zurückzunehmen und sagt so, hey Jungs, ne? Ja, die wollen es nicht zurücknehmen. Die haben eine weitere Lösung gesucht. Ja. Die Lösung heißt eine externe bzw. eine ex-interne, weil laut Dokument ist es keine externe, sondern eine interne Relaisbox. Okay. Das ist eine kleine Box. Ja. Die musst du dann wieder AC-seitig vor deinem Wechselrichter installieren. Diese Box hat wieder WLAN. Diese Box musst du dann mit WLAN mit deinem WLAN-Router verbinden. In der Box musst du sagen, du Box, kommunizier mal bitte mit dem Wechselrichter, weil wenn der Wechselrichter Probleme hat, musst du ausgehen. Ist das bei dem auch so? Haben die schon eine Lösung? Ja, die haben eine Lösung. Aber diese Lösung wurde vorgestellt und ich habe diese Lösung nicht gesehen. Wie, du hast sie nicht gesehen? Ja, es gibt Videos, Bilder von dieser Relaisbox, aber irgendwie hatte sie noch keiner. Von daher, keine Ahnung. Oh. Es gibt tatsächlich ein Formular von Dial, das können wir auch gerne unten verlinken. Ja. Da trägst du alle deine Daten ein, deine Kontaktdaten, deine Seriennummern und wirst dann eigentlich vorgemerkt für diese Relaisbox und kriegst diese kostenlos zugeschickt. Aber bislang habe ich sie noch nicht gesehen. Kommen wir nochmal zu der ganzen Verkaufsthematik. Wir haben ja viele Händler, die gerade hier Daisan komplett setzt. Ich sag mal, eBay ist immer so, ne? Gängiges Verkaufsportal, da habe ich die immer sehr, sehr günstig gesehen. Was waren immer die günstigsten Angebote? Wir haben auch große in Deutschland, die das sehr, sehr groß gemacht haben. Also da gab es einige Händler, die das tatsächlich vertrieben haben. Bin auch der Meinung, dass das Holger Laude leider diese Wechselrichter leider verkauft hat. BK Vertrieb, großer Laden, hat diese zuhauf verkauft. Wenn man die Ware importiert hat, ist es letztendlich egal, wer diesen Wechselrichter gebaut hat oder wo er gebaut wurde. Ja. Sobald du die Ware importierst aus China, bist du dafür verantwortlich. Also du importierst die aus China, relativ preiswert,
verkaufst die hier zu Peakzeiten für viel Geld, machst ein riesen Business und hast jetzt ein großes Problem. Weil wir haben auch immer jetzt mehr festgestellt, von Holger hört man auch nicht mal allzu viel. Der YouTube-Kanal ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ich glaube, da brodelt so ein bisschen die Küche. Wird ruhiger, aber ich glaube, die arbeiten an einer Lösung. Unser Herz brennt für Holger. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir schauen mal, wie es da weitergeht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird ja nicht nur ihn betreffen, sondern auch viele, viele andere Händler. Und mal gucken. Bleibt spannend. An alle Betreiber da draußen von Daesan, Wechselrichtern oder ich sag mal Wechselrichter ohne Relais, war jetzt ein Beispiel, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon eine allgemeine Lösung habt. Ob es da schon einen oder anderen Hersteller gibt, der jetzt schon nachgesteuert hat, wie du schon sagst, mit so einer Box, die du noch nicht gesehen hast, ich auch noch nicht gesehen habe. Aber vielleicht gibt es ja, oder Austauschmodelle. Austausch. Warum auch nicht? Also, mal gucken. Wir selbst haben leider für dieses Gerät noch keine Lösung. Aber wenn ihr eine habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Positives Beispiel, was mir gerade einfällt, ist auf jeden Fall die Firma Anker. Die haben es richtig gemacht. Haben wir das Komplettset gesehen? Ja. War natürlich ein bisschen teurer. Wir haben es sogar getestet. Und zwar sehen wir hier die neuen IBC-Module. Das sind zwei 440 Watt-Paneele. Das heißt, wir haben hier ordentlich Power. Ja, wir haben da zwei Videos hochgeladen. Ja. Aufbau, die App haben wir auch vorgestellt. Die Neigungsmontage. Also dieses ultra, ich sag mal, schon teure Set haben wir euch einmal gezeigt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt gewesen. Aber wir hatten einen nicht VDE-konformen Wechselrichter. Damals. Und mittlerweile ist es so, dass Anker fleißig dabei ist, diese Wechselrichter aus dem Verkehr zu ziehen und erstattet die sogar. Tatsächlich braucht man da nur Kontakt aufnehmen, die Seriennummer übermitteln und dann führen sie den Austausch durch. Ausgetauscht. Weil sie ja gemerkt haben, hey komm, wir sind die Einzigen noch auf dem Markt, die auf dem 600 Watt Wechselrichter fahren. Und mittlerweile fährt jeder andere schon mit einem 600 und upgradefähig auf 800 Watt Wechselrichter. Okay. Wieso haben wir sowas noch nicht, obwohl wir schon in dem oberen Preissegment sind? Stimmt, die hatten einen Modellwechsel. Und dann hatten die den Modellwechsel auf den MW80. Und für den Aufpreis von 150 Euro, ungefähr, kriegt ihr ein ganz, ganz aktuelles Modell von AP Systems. Ne? Ach. Den wir ja auch schon mal gezeigt haben und wirklich derzeit top of the arts ist. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Auch das Video verlinken wir euch gerne nochmal abspannend. Schaut es euch an. Der EZ1, wirklich ein tolles Modell. Und wenn ihr Probleme habt mit eurem Equipment, Einzelteilen, Zubehör, dann könnt ihr Anker kontaktieren. Aber jetzt zum Schluss muss man einfach sagen, war Anker der einzige Hersteller, der austauscht. Stimmt. Und wir stehen hier mit unserem Elektroschrott. So Jan, welches Modell fährst du denn auf deinem Garagendach? Ach so, ja. Ist das denn auch betroffen? Nee, das ist nicht betroffen. Oder tatsächlich nicht. Guckst du einfach nicht mehr nach? Nee, ich hab tatsächlich Heumals im Betrieb, relativ lange schon und mach da einfach nichts mit. Schreiben wir euch alles nochmal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr alle Wechselrichter nochmal und oh Scheiße, ich muss die Leute näher ranziehen. Wenn ihr unsere Website noch nicht kennt, www.viermänner.com, dort findet ihr alle unsere Videos zum Thema Balkonkraftwerk, Technik, Smart Home, E-Bikes, alles Mögliche. Schaut gerne mal rein. Lasst gerne ein Like dafür das Video. Jan, ich bedanke mich und jetzt schauen wir nochmal unseren Aufbau an. Ich sag nur, kurze Leiter. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Ciao.